Und bei uns in Deutschland soll der Bürger frieren. Hier sollen wir jetzt kalt duschen, nicht heizen. Naja, das ist ja nicht die erste Meldung dieser Art, die wir der Politik der Grünen zu verdanken haben. Deswegen hatte ich schon in den letzten 2 Monaten dazu sehr viele E-Mails gelesen, die mir besorgte Bürger in mein Bundestagsbüro geschickt haben. Habe sehr viele Kommentare auf Social Media dazu bekommen und auch einige abgegeben. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Das ist einfach, die Leute müssen sich vor Augen halten. Das ist das Ergebnis. Jetzt, wir haben ein paar Monate Grüne an der Regierung. Und was passiert in unserem Land? Mit welchen Problemen beschäftigt sich die Politik? Es ist Verwaltung von Mangel. Ja, also das und Lösung von Problemen, die diese Regierung selbst geschaffen hat. Und da ist es hier in diesem Fall die außenpolitische Komponente. Diese ganzen Einschränkungen sind ja das Ergebnis eines Sanktionsregimes, das diese Bundesregierung gegen Russland erlassen hat und wollte Russland dazu bewegen, dass Russland seine Politik ändert. Das ist total gescheitert. Russland macht in der Ukraine weiter so wie vorher. Also diese Sanktionen hatten überhaupt keine Auswirkungen auf Russland, aber dafür haben sie verheerende Auswirkungen auf unsere eigene Bevölkerung, auf unsere eigene Wirtschaft. Und das ist eine davon. Das ist völlig irre. Das ist genau richtig. Wieder ein deutscher Alleingang. In den Anfangswochen haben zumindest einige EU-Staaten so ein bisschen auf der politischen Bühne gesagt, ja, wir machen da mit und das sah so ein bisschen aus, als wenn es eine geschlossene Haltung geben würde der EU. Faktisch ist das aber so, dass alle Länder erstmal auf ihren eigenen Vorteil achten, auch in der EU. Und das zeigt sich jetzt eben auch an Spanien, Portugal, die wollen da gar nicht mitmachen. Andere, auch osteuropäische Länder auch nicht. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, auf der Weltbühne sieht das schon total anders aus. Also da gab es nicht mal am Anfang irgendwelche Solidaritätsbekundungen mit dieser unsinnigen Politik. Ja, sehr große, bedeutende Länder, allen voran China und Indien, aber auch Brasilien oder Südafrika haben sofort gesagt, nee, wir unterstützen Russland. Inder haben es auch sofort gemacht, haben sehr schnell Erdöl in viel größeren Mengen von Russland abgekauft, haben es in ihren Raffinerien weiterverarbeitet und verkaufen das an den Weltmärkten, also verdienen noch daran. Das Ergebnis ist, dass Russland jetzt viel höhere Einnahmen hat als vor dem Krieg, weil die Preise gestiegen sind durch die Embargos. Also die verkaufen munter weiter an China, Indien. Also die ganzen Kapazitäten, die wir nicht abnehmen, das nehmen die Weltmärkte ab. Die verkaufen das, also haben weiterhin Einnahmen. Andere Länder profitieren davon. Und zum Teil kaufen wir dann auf dem Weltmarkt die überteuerten oder jetzt im Preis gestiegenen Rohstoffe selbst ein, um den Mangel zu kompensieren, den unsere Regierung verursacht hat, dadurch, dass sie gesagt hat, ja, wir kaufen jetzt nicht auf der Basis der langfristigen Verträge, die wir mit Russland haben. Wir stoppen einfach die Zufuhr von Gas und Erdöl. Und man muss auch ganz deutlich dazu sagen, die US-Amerikaner, die uns im Prinzip zu diesen Sanktionen so ein bisschen hingeschubst haben, die sanktionieren nicht in dem Maße selbst. Also die kaufen auch weiter Öl, die waren in den ersten Wochen, sind deren Einkäufe auch gestiegen. Ich habe gestern mit slowakischen hochrangigen Politikern gesprochen. In östlichster Slowakei steht ein sehr, sehr großes Stahlwerk. Das gehört dem Konzern US Steel. Das ist schon an der Grenze zur Ukraine. Da rauchen die Schlote gerade. Da wird munter Erz eingeführt und Stahl ausgeführt. Also und der Rubel oder beziehungsweise der US-Dollar rollt. Ja. Und bei uns in Deutschland soll der Bürger frieren.
Hier sollen wir jetzt kalt duschen, nicht heizen. Wirklich Errungenschaften, die wir uns, ich sage ja immer, in 2000 Jahren der Entwicklung aufgebaut haben, ja, dass wir diesen Lebensstandard haben, den sollen wir jetzt plötzlich über Bord werfen und zurückgeworfen werden, wirklich um Jahrzehnte. Also das, also dieses kein warmes Wasser haben und die Wohnungen nicht heizen können. Also das ist wirklich, das sind Vorkriegszustände.